Leute, auch heute haben wir einen feurigen Paso Doble für euch vorbereitet. Ja, und im wahrsten Sinne des Wortes sind wir schon Feuer und Flamme, denn Maite Kelly ist da. Und jetzt geht's los. Let's Dance, der Nähkästchen-Talk mit Cornelius Strittmatter und Erik Schroth. Und damit herzlich willkommen im Nähkästchen. Und was soll ich euch sagen? Auch heute ist das Kästchen wieder randvoll mit dem Stoff, aus dem die Träume sind. Mit dem Stoff, aus dem die Träume sind. Ich sage es euch. Und um Stoff geht's heute auch, nämlich um sehr viel Stoff. Katja erzählt wieder ihre Kostümgeheimnisse. Außerdem haben wir mal einen Blick hinter die Kulissen gewagt. Wo sind eigentlich die ganzen Let's Dance Kameras versteckt und warum sieht man die nicht? Und wir haben das schönste Strasssteinchen, das Let's Dance Nähkästchen zu bieten hat. Bei uns. Wir sagen einfach Hello, Maite Kelly! Hi Maite! Ich freue mich hier zu sein. Ist so schön, ich würde euch umarmen, aber gut, ja. Wir bleiben brav. Aber wir sind alle getestet, deswegen dürfen wir auch ein bisschen näher beisammen sitzen. Wie geht's dir, wenn du diese Musik wieder hörst? Du hast gerade schon so ein bisschen gezuckt. Ja, genau, dieses Intro, ne? da flattert mein Herz und ich bin froh, dass ich da nicht tanzen muss, weil ich werde es nie vergessen. Damals war das immer so, obwohl ich vermisse es auch. Ne? Also ich würde wirklich niemals, also ich hätte das niemals in meinem Leben missen wollen, ja. Aber es ist halt dieses Moment, wo die Matze läuft von einem selber und dann stehst du da und dann geht die Musik in letztes Mal und dann kommt dieses und dann kommt diese Stimme. Christian Böller und dann dieses und Maite Kelly tanzen. Ich kann es ja nicht machen, weil es kann ja keiner so sprechen wie er. Das stimmt. Er ist der Sprachgott von Let's Dance. Und dann spricht er und du denkst so, und dann sieht man nur ganz kurz aus dem Augapfel den Lambi und man denkt sich, oh Gott, ich sterbe. Und dann guckt man ganz kurz auf Mozart und denkt man, okay, es wird alles gut. Und dann guckt man auf seinen Tanzpartner und dann denkt man sich, okay, let's do it, genau. Du warst ja jetzt am letzten Freitag auch nochmal auf dem Parkett, hast Christian vielleicht auch nochmal gesehen, ne? Wie ging es dir da? Hast du diese Aufregung nochmal gespürt, die du vor 10 Jahren hattest? Total. Also diese Tanzfläche ist erstmal eiglatt. Das kann sich keiner vorstellen, wie glatt dieser Boden ist. Wir sehen ist. Im Hintergrund ein paar Ausschnitte von dir auch. Klar, es kommen alte Erinnerungen hoch, aber es war auch einer der schönsten beruflichen Momente meines Lebens. Jetzt, wir haben es ja gerade schon gesagt, wir sehen so ein paar Momente von dir im Hintergrund, mit kurzen Haaren noch damals. Ist das, ich sag mal, hast du so diese ganze Tanzerfahrung, dieses ganze Tanzspirit auch mit in deine Shows genommen? Ja. Die sind ja selbst genau. Ein Feuerwerk. Genau, ich habe bevor Let's Dance auch Musical gemacht, aber und da zum ersten Mal das Tanzen ein bisschen für mich in Erfahrung gebracht. Aber Showtanz habe ich so in dem Maße noch nie gemacht. Und ich habe seitdem auch das einfach in meiner Show eingebaut, weil ich brauche das. Ich brauche das zum Leben. Für mich ist Musik und Tanz eins. Und das Publikum, ich darf ja mittlerweile auch Arenen bespielen und sie lieben das. Sie lieben the Drama. Yeah. The Drama, the Passion. Also the ich bin immer einer, der dann da unten irgendwo in der Menge steht und ja, ja, man liebt es einfach. Ja, es ist einfach Maite und the Drama. Und dann habe ich viel Humor auch so und dann habe ich halt große Balladen und dann gibt es aber diese Disco und alle singen mit. Also deswegen, und es ist natürlich klar, es hat mich geprägt und es hat mich zu der Künstlerin auch einen großen Teil auch gemacht, die ich heute sein darf. Jetzt haben wir hier gerade deine ganzen tollen Kostüme auch von vor 10 Jahren gesehen. Ja. Und das Schöne ist, Katja war damals ja schon für die Kostüme verantwortlich. Und wir haben sie dieses Mal gefragt, was passiert denn eigentlich mit den Kostümen, wenn während Let's Dance so das ein oder andere Pfund vielleicht purzelt bei den Promis? Ich weiß es. Du weißt es? Ihr findet es auch gleich raus. Hallo, ich bin Katja Konvenz. Ich bin verantwortlich für die Kostüme für Let's Dance. Und ich lüfte euch heute ein paar Geheimnisse. Das ist schon sowieso bei der Candlelight-Show passiert, weil ich habe manche schon im Dezember gesehen und die haben schon ein paar Kilo abgenommen. Ich meine, die machen sich fit, die Promis auch. Die möchten auch eine gute Kondition haben, auch den Körper ganz anders. Und da haben wir schon geendet. Aber wir sind immer im Studio am Donnerstag und wir ändern immer die Sachen. Das ist, glaube ich, kein Problem für uns. Wir sind gewöhnt, dass wir immer Änderung haben.
Ja, das heißt eigentlich zum Beispiel vor Jahren die Maite Kelly hat eigentlich, weil sie, ich meine, sie hat ja auch gewonnen, sie hat wirklich im Finale eine super Figur gehabt. Das heißt, sie hat wirklich sehr, viel, sehr, sehr viele Kilos abgenommen. Was ich noch sagen muss, zum Beispiel der Faisal, der hat, glaube ich, 20 Kilo abgenommen. Da war er richtig froh dafür. Da hat man auch bei ihm gesehen. Ja, bei Valentina, wenn sie 2 Kilo abnimmt, sieht man das optisch nicht. Nur, klar, muss man 2-3 Zentimeter enge machen. Fertig. Katja, so Katja, meinte, du hast gerade gesagt, ey, ich bin geschmolzen. daran sieht man aber einfach mal, was für ein hartes Training dahinter steckt. Ja. Erinnerst du dich gerne an die Trainingseinheiten mit Christian zurück oder sagst du, ach, das ist gar nicht so schlecht, dass Nein. Ich war eigentlich, das glaubt mir keiner, aber ich war immer jemand, der viel Sport gemacht hat. Auch jetzt, heute, ich gehe joggen, 2 Stunden alles. Also ich bin immer ein Bewegungsmensch gewesen. Wenn man 8 Stunden am Tag trainiert und wir haben wirklich nicht geredet. Wir haben wirklich morgens, habe ich den abgeholt, da haben wir alles besprochen. Dann haben wir einfach getanzt. Es gab eine Pause, ein bisschen was gegessen. Ich habe eine Mini-Siesta 20 Minuten gemacht, damit ich alles aufnehmen kann. Und dann haben wir weiter bis 6 Uhr immer trainiert. So waren sehr, sehr diszipliniert. Und das war auch der Grund, warum ich das überhaupt so geschafft habe, in der Finale zu kommen. Und klar, also wenn du... über 400 Stunden haben wir trainiert innerhalb von 12 Wochen. Und es waren nicht so viele Kilos, aber ich glaube, ich habe unheimlich viel Muskelmasse gebaut. Und dann habe ich halt so eine Taille und... Der Körper verändert sich. Ja, einfach, total. Ja, ist klar. Hättest du denn gedacht, als du gestartet bist bei Let's Dance, dass die Reise wirklich mit dem Pokal endet? Niemals. Ich habe wirklich gedacht, weil ich war damals, wir leben jetzt in einer anderen Ära. Die ganze Body Positivity oder Genderfreiheit, was jetzt alles möglich ist, das war damals, ich war sowas wie die, in Amerika gab es gleichzeitig die Let's Dance, wir waren quasi die ersten Dicken, die überhaupt in einer Tanzshow stattgefunden haben. Das war also Wahnsinn. Dass es überhaupt ein Thema war. Das war ein Phänomen. Ja. Und ich habe immer gesagt, bitte, bitte, lass mich doch die Big Girl Community nicht in den Stich lassen, dass ich wenigstens nicht die ersten 2 Sendungen rausfliege. Und ich habe mit Katja Kommens damals sehr intensiv gearbeitet, weil ich wusste, Kostüm, im Musical gibt es auch große Frauen, aber das Kostüm muss gut sein. Und ich habe mit Christian immer Geschichten, wir haben uns Geschichten ausgedacht, damit das Kostüm auch, und ich habe immer für mich gedacht, ich möchte beweisen, dass es auch ästhetisch sein kann. Und das Bewegung gehört jedem. Ne? Es ist eigentlich egal, welche Körperform. Es ist eine Frage von Gefühl. Es ist eine Frage von Gefühl. Dieses Feuer. Das war ja Leidenschaft. Oder was? Ja, man muss sich einfach wohlfühlen. Und ich glaube, das hast du maximal ausgekostet und auch ausgestrahlt. Aber es ist auch natürlich so, man muss ganz ehrlich sagen, ich musste auch doppelt so viel arbeiten. Weil wenn du so machst, als größere Frau, musst du schon fast extremer machen, damit es schön ist. Ja. Aber auch nach 10 Jahren, der ist noch da, der Maite Bofe. Ich trainiere ja immer noch. Machen, aber das lassen wir hier besser. Ja. Aber es gehört ja nicht nur dazu, dass man auf dem Tanzparkett gut aussieht, sondern es gehört ja auch dazu, dass das perfekt ins Bild gesetzt wird. Ja. Und deswegen habt ihr unter dem Hashtag FragLetsDance eine ganz spannende Frage eigentlich ins Rennen geschickt. Nämlich, wo sind eigentlich die ganzen Kameras versteckt und wie viele gibt es? Und warum sieht man die nicht? Die ganz Bösen sind die unten gehen, weil die liegen vorne in den Kopf. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Aber das sind auch die am meisten mal so einen Kick abbekommen. Naja. Die sollen verboten werden. Wir gucken uns die Antwort mal an. Und ich durfte übrigens auch Kamerakind spielen. Die haben mich auf einmal richtig in den Po gefilmt. Das ist schrecklich. Also wir müssen ja ehrlich zu euch sein. Das ist eine Frage, die können wir so gar nicht beantworten. Nee. Ich glaube, wir müssen uns erstmal selbst auf die Suche nach den Kameras machen. Und ihr kommt am besten mit. Also, let's go! Hier hätten wir schon mal 1, 2. Also hier sind direkt 3 Kameras. 1, 2 und Nummer 3. Hier ist auch noch eine. Und hier steht die nächste. Hüpp, hier, da ist noch eine. Und eine ganz besondere Kamera. Die ist hier und ein ganz besonderer Kameramann. Das ist nämlich der Norm und du bist quasi mobil unterwegs auf dem ganzen Parkett. Genau so ist es. Da ist ja die wichtigste Frage, du kommst den Tänzern, den Tänzerinnen, den Promis ja sehr, sehr nahe. Wie schaffst du es, nicht mit denen zusammenzurasseln? Ja, zunächst einmal proben wir diesen Tanz ja x-mal. Also bevor der überhaupt auf Sendung geht, haben wir das bestimmt 5, 6 Mal gemacht. Und zum Glück passiert dann relativ wenig.
eine wichtige Frage, die haben wir noch gestellt bekommen. Wir haben eben alle möglichen Kameras gesucht. Warum sieht man die denn in der Sendung nicht? Tja, das ist eine gute Frage. Die haben wir gut versteckt. Was wiegt denn das Ding? 28, 30. Boah. Conny, ich wollte schon immer mal Kamerakind sein. So, Norm sagt gerade, hier kommt der Arm dran, der die Kamera trägt. Ich habe jetzt einen dritten Arm. Was mal? Wo nehme ich ihn erst so? Auf deine linke Seite. Ja. Drück mal den Arm runter. Ja. Alter Schwede. So, jetzt kannst du dich mal bewegen nach vorne. Boah, wie hältst du denn da das Gleichgewicht? Das ist ja total irre. Also, liebe Leute, das ist eigentlich das wirkliche Workout bei Let's Dance. Nämlich mit dieser Kamera, wie viele Stunden hier übers Parkett zu fegen? Nö, die Sendung jetzt geht 4 Stunden. 4 Stunden lang. Norman, meinen absoluten Respekt, ich kann jetzt schon nicht mehr. Tschüss, ich bin weg. Hallo. Und da entstehen dann diese dynamischen Bilder auf dem Parkett, wenn man so um die Tänzer so rumfährt. Bleib doch mal stehen. Ja, aber ich bin doch in Action, ich tanze doch. Ja, aber ich bin doch... Du, ich bin gar nicht im Bild. Ja, du bist so schnell. Ich bin doch gar nicht im Bild. Also Norm, ich bin sehr froh, dass du diesen Job machst und nicht ich. Aber es war auf jeden Fall mal eine spannende Erfahrung, das mal auszuprobieren. Sehr gerne. Vielen lieben Dank. Das war so schwer. Ich frage mich bis heute, was passiert wäre, wenn dir das Ding runtergeknallt wäre. Ja. Dann wäre abends keine Steadicam am Start gewesen. Ja, was soll ich machen? Ja. Aber schön, dass Maite sagte zwischendurch, boah, du bist aber auch trainiert. Ja. Nein, I got a good Schneider, um es in Maite Kellys Worten zu sagen. Also nein, ich habe einen geilen, you got a good Schneider. Aber du hast zu Beginn gesagt, der hat auch die Kamera mal ein bisschen unvorteilhaft. Nein, es war witzig, weil ich hatte ja vom Anfang an vor diesem Moment Panik, dass sie mir irgendwann mal in meinen Po fällt. Und dann habe ich tatsächlich, und gerade beim Jive, da fliegt wirklich alles. Ja. Ja? Und dann habe ich gesagt, weißt du was, komm. Und dann habe ich tatsächlich irgendwas raufschreiben lassen. Ich weiß nicht mehr, was es war. Sowas wie Bubu oder irgendwas. Und dann gab es einen Move, glaube ich, habe ich gesagt, I have it, did it, done it, got it over with. Dann habe ich es hinter mir, weil klar, alle wollten wissen, wie groß ist nun mal der Po von Maite. Und dann habe ich das halt mit irgendeinem, ich weiß nicht mehr, was ich drauf schreiben ließ. Oder Mrs. und er hatte Mr., keine Ahnung. Auf jeden Fall, dann habe ich gesagt, okay, ihr wollt es, ihr kriegt es einmal. Ja, und dann, nimm ja alles und dann, aus, dann aber so wie ich das will. Und dann war das, dann war es dann auch wieder vorbei. Dann war das Thema vom Tisch. Ja, ein bisschen wie die Froschkönigin jetzt, ne? Mit dieser Kugel. Ja, absolut. Nein. Übrigens, Wiener Walzer. Das war der einzige Tanz, den ich nicht tanzen konnte. Aber ich wollte nämlich gerade fragen, was war denn für dich der königlichste Moment oder so ein Magic Moment? Also wenn es nicht der Wiener Walzer war, was war für dich wirklich so ein absolutes Highlight bei Let's Dance? Der Paso Doble. Mhm. Und der Lambi hat nachher gesagt, ich hätte dir eine 10 gegeben in der Probe und leider bin ich in der Show ein bisschen ausgerutscht. Hab also eine 9 bekommen von ihnen, aber das war der beste Tanz. Und der Paso Doble, Maite ist spanischer Name. Und ich bin, meine erste Muttersprache war tatsächlich Spanisch, weil wir damals in Spanien gelebt haben. Und ich habe als Kind die ersten Tanzerinnerungen sind in Spanien, wie sie da im Paso Doble und Flamenco tanzen. Und ich habe auch als Kind Flamenco-Unterricht genommen. Deswegen auch die Hände. Die Hände, ja. Ja. Und auch mit den Rücken und so. Und das war für mich so... Ich habe spanische Blut. Ich habe spanische Namen. Ich werde Paso Doble tanzen. Maite, los geht's. Und dann und der Christian war und Christian, sein Lieblingstanz ist auch Paso. Und dann stand er da so, komm her. Und ich mach dich fertig. Und das war so schön. Du hast ja gerade schon den Mann angesprochen, der mitunter für die königlichen Momente verantwortlich ist. Ja, und Christian tanzt ja dieses Jahr mit Lola. Die beiden sind so im Stress gerade, dass wir leider nicht in den Trainingsraum schalten können. Aber sie haben uns ein Selfie-Video geschickt und verraten uns, was sie am Freitag tanzen. Ich bin gespannt. Hallo ihr zwei. Hallöchen aus dem Training. Yes, Trainingswoche numero 4. Ja, und es geht schon heiß her. Ich würde sagen... Was hast du für ein Gefühl? Wie läuft das Training? Ich wollte gerade sagen, was geht hier heiß her? Ja, das Training ist mal wieder sehr wild, weil Dr. Christian Grey, der hat natürlich herausfordernde Choreografien überlegt, die wilden Tanzschritte. Aber ich finde es jetzt schon, ich sag mal, besser als letzte Woche.
Das kann man auch nicht sagen. Doch, kann man schon sagen. Also war auf alle Fälle, letzte Woche war ja wirklich erst so kurz vor knapp, dass alles irgendwie mal geklappt hat. Aber natürlich gibt es auch diese Woche wieder ein paar Herausforderungen. Ja, die größte sitzt neben mir. Ja, das ist deine persönliche, meine und die tänzerische Herausforderung ist definitiv natürlich an den Armen auch zu arbeiten. Und natürlich die Herausforderung diese Woche ist große Emotion. Große Emotion. Sie. Wollen wir die Katze aus dem Sack lassen? Sollen wir exklusiv für euch verraten, was wir tanzen? Und zu welcher Musik? Ja, hau raus, hau raus. Also, wir tanzen einen, das ist gerade ein Trommelwirbel, der wirklich richtig schlecht ist. Wiederwalzer zu Stuck With You von Justin Bieber und der lieben Ariana Grande. Ariana Grande, richtig, ja, richtig super, geil. Super Grande. Passt auf euch auf, bleibt gesund und liebe Grüße aus dem Tanzstudio. Ja, die labert nur. Ja. Ich labere nur ganz viel. Malte, du hast gerade noch gesagt, dein Tanz war der Wiener Walzer absolut nicht. Die beiden tanzen einen, aber... ich will's wirklich. Wir haben auch diesen wunderbaren Song, ne? Wenn es dich doch gibt, diesen Froschkönig. Ach, Nisse für, ja, oder so. Ich hab's verdrängt. Du kannst sie gerne mitnehmen, nee, später, nee, wenn du möchtest. Dieser Song, du uns das mit, ja, einfach mal. Ich liebe die Kollegen, die das singen, aber ich hasse diesen Song und ich sag euch warum. Wir dachten zuerst, wow, Wiener Walzer, so ein schöner, kitschiger Song. Und dann... hat er mir die Basic-Schritte vom Wiener Walzer gezeigt. Und der Turnier-Wiener Walzer ist anders, als was wir so kennen. Also dieser man schlürft so auf den Boden. Dieses Viereck ist es nicht, ich ne? Ich schwöre es euch. Ich habe nachgemacht und Christian so. Ha, ha, ha. Fingerz lacht. Du bist ja witzig. Verarschst du mich? Ich gucke ihn an. Ich so, nee, ich mache das jetzt ernst. Ey, der ist kreidebleich. Ich konnte alles tanzen, nur nicht diesen Wiener Walzer. Und der ist wirklich durchgedreht. Und es war, Lambi hat ja auch mit Recht mir 2 Punkte. Ich hätte mir einen Punkt gegeben. 2 Punkte hast du damals bekommen. Es ist bis heute, wenn jemand kommt und sagt, Wiener Walzer, sage ich, vergiss es, I'm out, ich bin raus. Mach ich nicht. Ich hasse diesen Tanz. Ich kann den einfach nicht. Und du vermeidest den auch bisher. Also langsamer Walzer geht. Ja. Wiener Walzer geht nicht, ich verstehe es nicht. Ja, langsam Walzer ist so immer so, das genau empfinde. Nee, es ist, weil der Turnierdings, also wenn ich den jetzt so mache, wo ich hochgehe, ist okay, aber der Turnierding ist so ein Schlürfen. Ich hasse Schlürfen. Also das ist so ein komisches, als würde man den Boden putzen. Ich kann es nicht. Und es war, ich werde es nie vergessen, er war so verzweifelt und irgendwann sagt er, einfach so, leg mich, ich kill dich. So hat er mit mir immer so gesungen. Und ja, wir waren dann froh, als es vorbei war. Aber keine Sorge, bei uns killt dich hier keiner, ganz im Gegenteil. Nein, aber wir wollten uns gegenseitig killen, weil wir diesen Tanz zusammen einfach gehasst haben. Aber Christian ist ja auch bekannt für seine Strenge, ne? Ja. Das hat uns Lola auch schon gesagt. Ich glaube, deswegen war Lola auch so ein bisschen heiß auf Wahrscheinlich. Nee, ich glaube, sie wusste nicht, dass hinter diesen... Er sieht ja aus wie Superman, ne? Superman, wie aus dem 50er. Dass er so streng sein. Der ist unglaublich streng, aber er ist der beste Lehrer. Von denen lernt man einfach letztendlich wirklich, wie es geht. Also vor allem, wer nicht tanzen kann, lernt sogar bei ihnen zu tanzen. Vielleicht könnte er uns beiden das auch noch beibringen. Dann vielleicht nur mir. Wir bleiben eher beim Quatschen und sagen an dieser Stelle Dankeschön, dass ihr dabei wart. Und ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, liebe Malte. Wir drücken die Daumen, dein neues Album ist gerade am Start. Wir sagten einfach Hello. Wir haben ja schon den Ohrwurm den ganzen Morgen. Das wird wahrscheinlich auch nicht besser. Wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Am nächsten Dienstag gibt es die nächste Folge und am Freitag natürlich Let's Dance schon. Ach so, und Hashtag Frag Let's Dance. Ihr könnt immer noch eure Fragen stellen. Also, bis dahin. Tschüssi.